Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute, beim Spieler gucken. Ihr seht selbst, ihr liebt doch die Videos, wo ich euch begucken kann. Nicht wahr? Nicht ich, aber auch, weil da muss ich mir nichts machen. Und kann in Ruhe gucken, neugierig, wie ich halt bin und ihr wahrscheinlich auch. Ja, was die Spieler so machen, dann, wenn man selber halt nicht online ist oder wie auch immer, ne? Jedenfalls, ja, haben wir 11 Uhr vormittags. Ja, und ich möchte die Zeit nutzen, liebe Leute, hier euch nochmal zu verdeutlichen, dass wir mit unserem Server der größte im europäischen deutschsprachigen Scoom. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wir sind stabil in den Top 20, Leute. Früher waren wir auch einmal in den Top 10, aber irgendwie habe ich da, glaube ich, kein Foto von geschossen. Oder das ist irgendwie verkorkst. Das ist schon Jahre her. Ne? Da hatte ich noch einen 40er oder 30er Server. Da waren wir richtig hoch, Leute. Jetzt ist aber so, wir sind stabil in den Top 20. Und wir haben hier, ja, wie viele Leute haben wir drauf? 30. Also, Olli kann ja viel sabbeln, ne? Guck mal, hier ist das Ding da. Im Moment Rang 20 stabil, ne? Und 31 jetzt gerade wieder einer zugekommen, Leute. Ihr seht's. Und das um 11 Uhr. 11 Uhr vormittags haben wir, Leute. Also, das ist schon nicht schlecht. Hier, ihr seht's an meinem Handy. 11 Uhr, da kann man's sehen. Jetzt geht's auch noch an. Ne, vielleicht kann man's ja sehen mit Licht. Ne, eben hat man's aber gesehen, ne? Mit 11 Uhr, da, jetzt ist es wieder dunkel geworden. 11:07 Uhr tatsächlich. Also Leute, ich bin hier nicht am Schnacken. Ihr müsst mir auch ein bisschen vertrauen, nicht wahr? Ne? Wir sind hier im deutschsprachigen europäischen Scoom. Versteht ihr? So. Also kommt rauf, solange das hier alles noch frei ist und sowas, gönnt euch, ne? Kein Passwort, keine blöden Bewerbungsgespräche oder irgendwie so ein Quatsch. Ihr könnt, also hier ist auch nicht irgendwas mit Geld oder sowas, ne? Es ist alles kostenlos. Ihr könnt hier spielen, wie ihr wollt. Da hinten ist der Luzifer-Teufel. Was macht der denn hier? Und meine Crew, bin ich sehr stolz drauf, leer sowieso vorne an, ne? Goldi haben wir jetzt gestern noch hergeholt im Livestream abends. Der will dann auch wohl hier helfen, uns zu unterstützen, weil die anderen Burgen, die sind ja soweit fertig, ne? Und im Moment fokussieren wir uns ja hier auf der Purge-Zone. Ich mache mir die Karte nochmal auf, Leute. Um auch den Neuling nochmal, ja, eine Einweisung geben zu müssen. Es ist halt so, Leute, hier kommen immer wieder neue. Ne? Deswegen, ich muss mich auch in den Videos ab und zu immer wiederholen. Ne? Die Alteingesessenen können ja eben kurz weghören oder gucken oder zuhören, ob ich das richtig erkläre oder nicht. Ansonsten, die Stammspieler, die können das auch im Chat, wenn die Neuen da irgendwas fragen, natürlich erklären. Ne? Da freue ich mich da auch drüber. So, ist mein erster Kaffee am frühen Morgen. Also die gelbe Zone ist eine besondere Zone, die heißt die Purge-Zone. Das haben wir so gemacht, dass alle 14 Tage hier das hier rot wird, ne? Und dann kann man sich für 6 Stunden kloppen, ne? Von 18 Uhr bis Mitternacht geht das irgendwie. Und dann wird sich hier gekloppt, ne? Und dann ist wieder für 14 Tage, also für 2 Wochen, wieder gelb. Dann hast du wieder Ruhe, ne? Sodass du dich vorbereiten kannst auf die nächste Kampfwelle, ne? Ich finde, das ist eine geile Idee. Für die Leute, die hier auf den großen Server neu sind oder einfach nur in Ruhe spielen wollen, da haben wir hier diese grüne Zone, das ist unsere Safe Zone, 2 Stück haben wir da, ne? Die grünen Zonen sind so gebaut, dass ihr da nicht die tollen Lootgebiete habt, ihr seht das selber, ne? Hier ist ein Bunker, der ist nicht mehr in der grünen Zone drin, also ihr habt da nicht viel zum Looten, das ist mit Absicht so gemacht worden, weil sich dieser Server, der große, ein bisschen mehr auf PvP auch fokussiert, ist klar, ne? Ja, was haben wir noch? Die roten Zonen. Ah, da will ich die Farbe nochmal ändern. Die ändere ich jetzt um. Rot gefällt mir nicht. Rot heißt eigentlich immer Kampf, ne? Deswegen, die ändere ich nochmal um zu irgendwie, keine Ahnung, blau oder so wahrscheinlich oder so, ne? Weil das sind Bauverbotszonen. Da könnt ihr nicht bauen, ne? Das hat nichts mit PvP zu tun. Das ist jetzt bauen. Ich werde das aber ändern. Wenn ich da mal online bin, das geht jetzt nicht mit der Drohne, sonst hätte ich jetzt vielleicht direkt gemacht. Wenn ich dann nachher online bin, abends im Livestream, dann ändere ich die Farbe wohl mal um, weil rot, wie gesagt, rot heißt immer Gefahr, ne? Deswegen ist das eine blöde Farbe jetzt für eine Bauverbotszone. Ja, und das blaue Zeug hier, das sind die Händler, das kennt ihr auch, ne? Händlerzonen sind immer PvE-Zonen quasi, also da könnt ihr nicht gekillt werden, Safe-Zone, so, ne? Händler sind immer Safe-Zone und da dürft ihr auch nicht parken mit euren Autos oder sowas, weil dann halt, wie gesagt, nach 2 Stunden läuft dann da ein Timer und dann gehen eure Autos kaputt, ne? Ja, da gibt es noch PvP-Zone, das ist ja der größte Teil hier überall. Und da soll es Schlawiner geben, die ihre Autos und Fahrzeuge dann halt hier parken. Also wir trennen das so ein bisschen. Wenn ihr jetzt hier
in der Grünzone ein Haus baut, ne, dann seid ihr quasi unter dem PvE-Modus halt und dann dürft ihr andere Burgen nicht angreifen. Ne? Also müsst ihr euch das vorher überlegen. Also der grüne Bereich ist dann mehr für Leute, die wirklich immer Ruhe haben oder halt für Anfänger, die das Spiel kennenlernen wollen. Aber nicht für die Alteingesessenen, für die Hardcore-Kämpfer und sowas, ne? Diese mögen doch hier alles ganz normal draußen haben, ne? Auch ihre Autos und sowas, ne? Also, das gehört zum Spiel dazu, dass man da dann das klauen kann oder knacken kann oder wie auch immer. Dann müsst ihr das halt in eine Garage irgendwie stellen und dann sicher machen mit Fallen und so weiter und so fort, ne? Und dann klappt das bestimmt auch, ne? Aber das ist unsere Regelung, ne? Also nicht, dass ihr jetzt hier die ganze Zeit PvP macht und dann in den Zonen immer eure Autos parkt oder Schränke baut und euer Zeug da sichert oder sowas. Also das ist so eigentlich nicht gewollt hier von uns. Das würde auch gegen unser Regelwerk und sowas verstoßen. Ne? Also haltet euch da am besten dran. Dann macht das auch Spaß. Das hat ja einen Sinn, warum wir die Regeln so machen. Ansonsten werde ich vielleicht die Regeln in Zukunft noch mal ein bisschen abspecken. Muss ich mal gucken. Ja, Lea ist hier fleißig am Aufwerten der Wände. Ne, guck mal, wir haben schon, ja, wie nennt man das? Beton ist es ja noch nicht, ne? Aber hier Mauerwerk oder wie das heißt. Erst fängt ja Holz an. Oh, schon richtig viel geschafft hier, ne? Erst fängt ja eine Holzwand an, danach kommen diese Metallwände und danach kommen diese Steinwände und dann zum Schluss irgendwie Stahlbeton, das ist Maximum. Also das sieht schon geil aus hier. Ne? Auch der Baum, guck mal hier, der ist schön geschützt, ne? Unser Mana-Baum hier, der braucht den meisten Schutz da. Ja. Ist auf jeden Fall schon gut gemacht. Fleißig wie die Bienen hier, Leute, fleißig. Ja, eine kleine, feine Burg und ich kann euch nur empfehlen, das auch versuchen. Hier drüben ist Blubberbär, glaube ich, ne? Oder Hauken, oder wer war das hier nochmal? Unsere Nachbarn. Die bauen da ihre Base auf und die sind auf einmal weg. Hier sieht man die Holzwände. Obwohl das schon eine verbesserte Holzwand ist, ne? Ist einfach eine kleine Kampfburg. Ne? Und da hinten ist Lucifer Teufelchen. Wollen wir da auch mal eben hingucken, was da so abgeht? Was macht er denn hier? Was machst du denn da? Ansonsten haben wir einen zweiten Server, der nur für PvE da ist, ne? Aber da habt ihr auch die große Stadt. Die kennt ihr, wenn ich mal hier die Karte aufmache, diese große Stadt. Das ist bei uns die Kampfzone. Also da ist Stadtkampf, ne? Häuserkämpfe sind auf dem anderen Server. Auf dem reinen PvE-Server sind Häuserkämpfe möglich, ne? Also da könnt ihr dann auch trainieren halt. Ne? Um halt diesen Server ein bisschen zu entlasten, ne? Ansonsten, wie gesagt, hier ist trotzdem auch voll, auch wenn wir zwei Server jetzt haben, ne? Wenn hier 60 Slots voll sind, dann könnt ihr, wenn ihr keinen Premium-Zugang habt, halt nicht einloggen. Ne? Also ich würde empfehlen, auch den ganzen Squads und so, ne? Wenn ihr bei uns hier Goldstatus oder höher, ne? Die Mitgliedschaft auf YouTube abschließt, dann, liebe Freunde, kriegt ihr einen Premium-Zugang. Den müsst ihr dann aktivieren, schreibt dann einfach hier bei uns in Discord. Ne? Müsst ihr mich da anschreiben, dann, weil das geht leider nicht automatisch. Ne? Und dann möchte ich nämlich, dass die Leute, die hier mindestens den Goldstatus haben und höher, die haben alle Premium-Zugang, da will ich dann, dass die auch hier spielen können, ne? Weil die unterstützen uns, die supporten das, die bezahlen die Serverrechnung und so mit, ne? Und ich finde das gut, das ist ein gutes System, das ist fair, Leute. Die Leute, die hier uns supporten, die dürfen dann auch immer spielen, ne? Und das solltet ihr euch halt überlegen. Weil wir haben ja alle hier wirklich Spaß an der Freude. Ist ja wirklich so, ne? Und diese Mentalität, ja, die anderen, die wuppen das schon. Ja, muss auch nicht sein, ne? Ihr wisst ganz genau. Ne? Das ist auf jeden Fall interessant, was er jetzt hier so macht. Baut er hier eine neue Kampfbase oder was? Der uns mal nicht mal ein Perch Day angreifen will. Das ist ja genau in unserer Sichtweite hier. Obwohl das doch sehr weit weg ist, ne? Ist extrem weit weg. Ich denke mal, der baut sich ein Camp oder sowas, ein Sommercamp auf, keine Ahnung. Wir gucken mal, wer hier noch so rumkreucht und fleucht. Nadel! Darf natürlich auch nicht fehlen. Nadel!
Hat sich auch einen Namen gemacht, ne? Durch Dieter Bohlen. Der Name ist so Nadel. Oha. Zur Begrüßung gleich einen Schweinekopf aufgesetzt. Frisch dabei, Nadel, ne? Ein paar Sachen hat er schon gefunden. Eisland hier. In the Iceland, in the Iceland. Ja, Nadel macht sich hier breit. Schönes kleines Hexenhäuschen. Und wir spionieren. Sag mal gucken, ob die gute alte Nadel irgendwie alone ist. Ja. Selbst wenn da 60 Spieler drauf sind, also der Server voll ist, ne? Ist trotzdem so viel Platz, dass du dich trotzdem manchmal noch alleine fühlen kannst, ne? Also das kriegt das Spiel auch hin. Oh, hier ist eine Base oder was? Nadel, du hast einen Nachbarn. Einfach gebaut, ne? Einfach nur Holzwände da. Naja. Da will einfach nur jemand ein bisschen Privatsphäre haben, ja nicht. Ne. Nadel ist zufrieden mit den kleinen Häuschen da. Freunde, wir sind bei My Hammock gelandet. Ja, Mai. Ja, Mai. Oha, was ist das für eine Burg, Alter? Richtig fett. Richtig fette Kriegsbock, Junge. Darf ich gar nicht so viel zeigen, ne? Naja, maulen die mich nur an. Bäh, hast du ja wie im Video zu viel gezeigt. Ja, was habt ihr denn? Ihr müsst auch eure Burg mal vertrauen, ne? Außerdem sehe ich die Fallen ja auch nicht. Wenn die ja hier 1000 Fallen haben, 1000 Minen oder sowas, das kann ich jetzt auch nicht irgendwie so besonders sehen, wisst ihr? Und Yamai hat ja auch viel Unterstützung von denen. Guck mal, der hat schon hier Betonwände, hätte ich fast gesagt, wie die heißen hier. Steinwände oder so. Schick, ganz schön viele Fahrzeuge. Wohl. Oh, Chrisley, guck mal, Chrisley kommt hier auch rein. Freunde, habt ihr das gesehen? Chrisley ist auch da. Guck mal, die begrüßen sich. Oh, das ist ja süß. Freunde, ne? Da, die begrüßen sich. Hallo. Das ist ja nett, ne? Ja, Freunde, das ist unsere Community. So geht das ab bei uns hier auf dem Server, ne? Nicht nur immer Stress und Streit und Zank oder sowas. Ja, ist Zucht und Ordnung, Junge. Der gute alte Kompetenzspacken darf natürlich nicht fehlen. Freunde. Ach, hier, das ist das Haus. Jetzt kann ich mich gerade entsinnen. Wir sind hier in dieser Stadt, glaube ich, ne? Ja. Hier standen ja immer so viele Autos. Ja, ich kann mich gerade wieder entsinnen. Gnadenhof. Na, das sieht ja lecker aus, ne? Fast wie ein Einhorn, der Esel da. Sieht aus wie ein Einhorn, ne? Mit seinem Ohr da. Was treibt er denn hier, der Junge? Bist du allein oder was? Naja, frühmorgens ist Mittag, ne? Die kochen wahrscheinlich. Oder manche sind auf Arbeit, keine Ahnung. Ich finde ja zum Thema Arbeit, wenn sich's lohnt, zu arbeiten, aufzustehen frühmorgens und du gehst irgendwo hin, ne? Wenn sich's lohnt vom Geld her und wenn du daran Spaß hast, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Dann ist geil, ne? Aber meist ist es auch so, dass wenn du losgehst, hast du schon keine Lust mehr. Und wenn du nach Hause kommst, hast du kein Geld zum Leben. Und das ist ein Problem in der heutigen Zeit, Leute. Und da sage ich mir, ja, arbeiten lohnt sich manchmal wirklich teilweise einfach nicht. Der ein oder andere hat mit euren Lebensjahren wahrscheinlich auch schon diese Erfahrung gesammelt, ne? Also ich denke mal, ich bin ja nicht der Einzige, der da diese Erfahrung gesammelt hat, oder? Hauseigene Metzgerei. Nein, wir sind hier für Tierwohl. Und wenn, dann will ich nur eine Bioschlachterei. Gibt es hier eine Bioschlachterei? Killer Wunderbund. Richtig so. Wir sind Iceland beim Mechaniker gelandet. Und wer ist da? Hume Castle 88. Wühlt im Schrott oder was? Er hält erstmal sein Bein da hoch. Ich höre aber noch irgendwas hier. Ein Zombie ist das oder was? Der sucht hier Schrott. Hier höre ich doch noch irgendwas. Was ist das? Ach, da ist ein Zombie, alles klar. Ich habe gewundert, voll die Schritte gehört. Ja, es gibt auch Loot-Spots hier beim Händler. Ihr seht selber, er kann da ein bisschen looten, ne? Aber die meisten Dinge sind statisch blockiert, halt, dass du da nicht looten kannst, ne? Ja, Iceland, Leute. Bisschen schwieriger, das Terrain, ne? Also hier ist das ein bisschen mit Kältedamage und sowas, das kann ja nerven. Die Landebahn ist auch ein bisschen extrem. Also wenn ihr ein Flugzeug habt, ne? Könnt ihr euch ja versuchen. Also manche rutschen dann, die fliegen dann da drüber hin, weil die Bremsen nicht funktionieren oder sowas. Das kann auch passieren. Oder man überschlägt sich. Ne? Ihr wisst es selber, Flugzeugfliegen ist manchmal nicht immer so einfach. Und gerade bei dieser kurzen Landebahn ist schon eine Herausforderung, ja.
Ansonsten vermisse ich auf jeden Fall noch den Händler, der Flugzeuge verkauft, ne? Und ihr wahrscheinlich auch. So ein Händler, der Flugzeuge verkauft, wäre wahrscheinlich gar nicht mal schlecht. Dann bräuchte ich nicht immer mir dann Kopf machen. Ja, wegen den Flugzeugspawns oder sowas, ne? Im Moment sind hier die Flugzeuge Maximum eingestellt, ne, dass ihr Bescheid wisst. Also wir halten hier nichts zurück oder sowas. Von meiner Seite ist es auch gewollt, dass ihr Fahrzeuge habt und Autos und so, ne? Von meiner Seite aus könnt ihr so viel haben, wie ihr wollt. Problem wird es halt nur, wenn die Performance dann in die Knie geht, ne? Und wenn da dann die Leute schreiben, ich habe Robolagging oder was weiß ich was oder restarte mal den Server und so, ne? Ja, dann ist das ein Phänomen des Spiels, ja. Je länger das Serverteil läuft, desto voll gemüllter ist ja und desto eher fängt das Laggen und so weiter an, ne? Um die Zeit zu verlängern, machen wir halt nicht so extrem viel Items. Da müsst ihr auch dran denken, hortet nicht zu viel zu Hause, verkauft es einfach beim Händler. Ne? Und hortet Geld. Ihr könnt ja Geld horten, das ist besser, als wenn ihr 1000 Items da irgendwo drin habt, ja. Das entlastet die, das entlastet den Server, ne? Und ansonsten baut nicht unbedingt unsinnige Basen oder so, die gar keinen Sinn machen, keine Ahnung. Das frisst ja auch alles Ressourcen. Ne? Und zudem dann nicht unnötig viele Autos kaufen oder Fahrräder und was weiß ich was. Also alle Gegenstände, die gehen auf ihre Performance, ne? Dass ihr da Bescheid wisst. Gut, gucken wir mal weiter. Wir sind bei Famous gelandet. Famous. Guck mal hier, die Grafik, die dauert schon wieder. Das ist für mich ein Anzeichen dafür, dass ich meinen Speicher mal wieder löschen muss, vielleicht. Ne? Oder halt Server-Vibe. Also die Entwickler selbst, die empfehlen alle 6 Wochen, also knapp 2 Monate, einen Server-Vibe zu machen. Das ist schon krass, ich weiß, das ist krass, aber für die Alteingesessenen, die merken das, ne? Abends, gerade wenn immer viel los ist und so, dann kann das zu Aussetzern und Lags mittlerweile kommen. Das war am Anfang ja nicht so, aber jetzt fängt das langsam an, ne? Ich habe das bei mir auch schon bemerkt. Also das nennt sich dieses Rubberbanding, ne? Du läufst los und dann zieht sich dieses Gummiband lang, ne? Das Gummiband zieht sich, zieht sich, zieht sich und jetzt ist das so stramm, dass du zurückgezogen wärst. Und dann stehst du auf einmal wieder hier und du denkst, hä, war ich nicht gerade schon um das Haus rumgelaufen, ne? Rubberbanding oder Rubbingband, also Gummiband irgendwie, ne? Das zieht dich dann zurück, so, ja. Oder ich laufe hier nach oben, 2. Etage, ne? Und dann stehe ich auf einmal wieder hier unten. Ich denke, Leute, was ist denn da los? Das sind Phänomene, die kommen von Scum ganz normal, ja? Da kann ich jetzt nicht irgendwie so dran schnipsen und das reparieren. Da müsst ihr dann Bescheid. Deswegen sage ich hier nochmal Bescheid, ja. Nicht, dass ihr mich da irgendwie anmault oder sowas. Es bringt auch nichts, wenn wir immer Restart machen, weil das ist ein Grundproblem von Scum, ja. Der Server, der hat Zulauf, ne? Wie gesagt, wir sind in den Top 20. Das heißt, hier kommen immer wieder neue Leute und neue Leute bauen auch immer wieder neue Leute, kaufen neue Items, neue Autos, Fahrzeuge und so weiter und so fort. Der Server räumt sich im Hintergrund auf, dauert aber ein bisschen länger halt, ne? 7 Tage dauert das circa, wenn ein Auto wegspawnt, wenn du es nicht benutzt, ja. Und die Häuser, die gehen auch kaputt natürlich, aber ein bisschen länger. Ich glaube 3 Wochen oder sowas. Dann lösen sich die Häuser, glaube ich, dann verschwinden die Häuser wohl. Ja, deswegen muss man die Fahne ja auch immer wieder reparieren. Ne? Das ist dieser Effekt. Der Server räumt sich auf. Ne? Wenn man inaktiv ist und nicht mehr spielt, ne? Dass die Burgen dann automatisch alles verschwinden, auch die Fahrzeuge und so weiter und so fort. Trotzdem kommt das Aufräumen nicht dagegen an. Gegen diese Aktivität, die wir haben. Und das ist ja auch gut so. Also es ist ein Problem vom Spiel her, ja? Dass ihr da Bescheid wisst. So, das wollte ich nochmal sagen. Ich kann jetzt nicht einfach hier irgendwie schnipsen und das Lenken so mal eben kurz wegmachen, ne? Da müssten wir einen Vibe machen, aber das ist ein bisschen schwierig. Ne? Immer wieder Vibe machen ist auch doof, oder? Gehört aber tatsächlich zum Spiel, ne? Das gehört tatsächlich zum Spiel. Wir sind bei Logan gelandet. Der ist auf dem Ziegenmofa unterwegs. Guckt mal hier, beim General Gut. Sieht das nicht schick aus, dieses illustrierte Ziegenmofa, Leute? Was sagt ihr denn dazu? Huh? So, bist du alleine? Beim Händler bist du hier irgendwo? Ach, das ist PvP-Welt hier, wo er ist. Das ist schön, ne? Das ist ja klasse. Nee. Ja, aber er ist hier ganz alleine. Die Händler sind ja immer so die kleinen Oasen, wo man sich ein bisschen pausieren kann zwischendurch, ne? Sobald er hier rausfährt, kann er da hinten schon wieder das Gesicht zwischen die Ohren weggezogen bekommen. Das ist halt das, dieses Kribbeln. Es könnte ja was passieren, ne? Und wir sind ja auch im Livestream gefahren zum Sammeln halt. Und dann hörst du Rechtsschüsse, dann hörst du Linksschüsse und du denkst, schießen die jetzt auf uns, ne? Und ja, weil überall liegen hier auch manchmal Sniper rum. Das ist halt so, ne? Die Hotspots, die werden meistens abgecampt, ne? Das gehört halt zum Spiel dazu, ist halt so. Ja. Das wird halt abgesnipert, ne? Kann jeden mal erwischen. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, das Ballern, das gehört zum Spiel dazu.
Nur wie gesagt, wo sich die Leute dann immer aufregen, ist halt Bambi-Killing, ne? Da wird sich oft aufgeregt, ne? Also versucht das mal nicht zu machen, das macht ja auch gar keinen Sinn. Und das nächste halt, dass du die Leiche dann blankst, ne? Also du nimmst ja alles weg oder sowas, ne? Versucht am besten, ich kann nur empfehlen, kein Bambi-Killing zu machen und die Leiche einfach liegen lassen, nichts mehr klauen, ja? Also dann habt ihr immer Action und die Leute sind gut drauf, ist halt so, ne? Wir sind beim Patterchen gelandet. Die alte Natter, die Viper-Natter. Patterchen, die alte Natter. Ist hier im Eisland, Leute, bei dem Dings hier. Bei dem großen Fernglas. Ja, oh Gottes Willen. Ist schon ganz bleich im Gesicht, Leute. Oder sie, ist eine sie auch noch. Eine Viperline. Schon ganz bleich in der Nase. Wegen der Kälte halt, ne? Ja, da fällt ja der Rüssel ab, ne? So kalt ist das hier. Ich habe eben schon gedacht, das wäre Olga, Leute. Ihr seht selbst. Wohl. So, wir sind hier, wie gesagt, in der Kampfzone. Also es kann sein, dass wenn hier noch ein anderer Spieler ist, dass die sich dann kloppen. Aber, liebe Freunde, Viperline hat Glück anscheinend. Wir fliegen mal hier oben rauf. Guck an. Und scannen für dich, liebes Viperchen, die Umgebung. Aber scheint kann es sein. Unheimlich, ne? Wenn man so überlegt, guck mal, wie weit das so sich hier so langstreckt, die Karte. Ne? Und wenn man so überlegt, dass da überall so Spieler rumlaufen und bauen und hin und her fahren und looten und so weiter, ne? So sieht die Welt ja ganz ruhig aus, ne? Aber hier ist es wie Ameisen sind die überall irgendwo, ne? Kleine Ameisen. So, da ist schon unser Fernglas, guck an. Die. Schnell wieder zumachen, ne? Besser ist. Wir sind bei Crazy Left gelandet. Der sortiert seine Kisten da. Hat auch eine schicke Burg, ne, oder? Was sagt ihr dazu? Kleine Strandbasis, Leute. Mit Bötchen hat er, guck. Steht denn da auf dem Schild? Sorry, wieso denn sorry? Ach, da oben ist seine Garage oder was? Darf aber mal reingucken, was er hat? Nix. Naja, Auto steht vor der Garage. Aber er geht lieber zu Fuß, ne? Kann er mehr Loot nach Hause schleppen? Also, vielleicht sucht er ja Autos oder sowas, Fahrzeuge. Ansonsten hätte ich ja eher das Auto genommen. Aber, liebe Freunde, ihr seht selbst, das Auto kommt ja hier auch nicht hoch, ne? Er will lieber so ein bisschen so Bergsteigen und sowas machen. So Survival-mäßig und so. Jeder wie er mag, ne? Es gibt wirklich Leute, die die ganze Zeit immer lieber zu Fuß unterwegs sind. Aber mir ist das zu groß, die Map. Ich hätte da nicht so viel Bock zu, muss ich sagen. Aber muss ja jeder selbst wissen, ne? Das ist ja Plattfüße. Okay, da will hier jemand auflauern, ihr seht das. Das ist ja das, was ich meine, ne? Die stecken überall, die sind hier überall in den Felsspalten und lauern die Leute auf, ne? Und wenn da denn Opfer langkommt, dann wäre es über den Haufen geknallt, ne? Kann passieren, Leute. Das gehört halt zum Spiel dazu, so. So Banditenrudel, die hier irgendwo sich verschanzen oder sowas, ne? Oder Raider nennt man die ja teilweise, diese Leute auch, ne? Unserer fantastischen, gefährlichen Welt, Leute, ist immer was los. 27 Inchens, ey, das war der, den ich letztens abgeknallt habe. Na, hast du dich erholt? Ich habe auch nichts genommen, Leute. Wie gesagt, wenn ich euch da irgendwie wegbretter, ne, dann ich nehme eure Sachen nicht. Brauche ich nicht. Oh, er sieht ja schon wieder von vorne aus. Hast du deine Leiche nicht geholt oder was? Also sowas. In der Fabrik habe ich den weggelanzt. Ich habe noch geschrieben, ja, hier, ich habe nichts genommen. Kannst deine Sachen da holen, ne? Ja, gut, aber bei den Namen ist er vielleicht ja Englisch oder so. Ich weiß nicht. Wohl. Ja, der ist hier beim Eisenbahnhof, liebe Leute. Ich gucke mal, ob er auch alleine ist oder ob wir hier irgendwas sehen. Aber wie gesagt, ist ja ein Anfänger, ne? Der hat ja noch nichts. Also da kann nicht viel Krieg sein. Aber immerhin ist er PvP-Zone, oder? Er traut sich was. Aber knallig rot und orange, ne? Ich habe ihn so auch gesehen durch seine Klamotten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja so leuchtend, ne? Diese orangen Hosen und sowas. Ja, diese Knastleute in Amerika ist es ja so, die haben da nicht ohne Grund diese Farbe halt an, ne? Weil die widerspricht sich der Natur, ne? Du siehst die halt immer, weil das ist halt keine Naturfarbe irgendwie. Und das ist halt dieser.
Ja, der Sinn im Zweck, ne? Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Oder abends im Livestream. Und dann, bis dann.